als ist groß. Von einem einheitlichen Klima kann man hier kaum sprechen. Ähnlich wie der Bodensee oder Kaiserstuhl gehören auch die Mosel, Rheinhessen und die Deutsche Weinstraße zu den sonnigsten Regionen Deutschlands. Rheinhessen ist dabei besonders trocken. In Hunsrück, Eifel und Westerwald ist das Klima verhältnismäßig rau. Dort gibt es auch mehr Niederschläge. Freundlicher ist es da in der Vorderpfalz und rund um Koblenz. In beiden Regionen wird daher Obst angebaut. Frühling im japanischen Garten. Am 1. April öffnen endlich wieder die Pforten. Die Menschen wollen raus, wollen bunte Natur und lassen sich dort gerne fotografieren. Wie passend, dass das auch die Zeit der Kirschblüte ist. Während in der Vorderpfalz eher die Mandelblüte angesagt ist, erstrahlen hier die Kirschblüten ebenfalls in weißem und rosa Schimmer. Viele heimische Pflanzen sind noch nicht aus dem Winterschlaf erwacht. Der Ausblick des exotischen Gartens in der Stadtmitte von Kaiserslautern macht Freude. Für Farbe sorgen auch die Kois, und zwar das ganze Jahr über. Mit 13.500 Quadratmetern ist der japanische Garten Kaiserslautern mittlerweile der größte seiner Art in ganz Europa. Er hat rund 50.000 Besucher pro Jahr und wird von einem Verein betrieben. Eröffnet wurde er im Jahr 2000 zum Anlass der ersten Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz. Auch das Gartenschaugelände befindet sich noch heute nur wenige hundert Meter entfernt. Schon jetzt beginnt überall die Zeit des Wanderns und es lassen sich solche Panoramas schießen wie beim Bismarckturm in Neubamberg. Rheinland-Pfalz ist das Wanderland schlechthin. Auf mehreren tausend Kilometern kann man entspannt oder ambitioniert durch die Natur schlendern. Darunter sind viele Wanderwerke mittlerweile zertifiziert, um so mit einer gewissen Qualitätsgarantie auch Gäste aus anderen Bundesländern anzulocken. Und die kommen tatsächlich, vor allem ab Ostern. Dem Brauch mit dem Verstecken, den es nur einmal im Jahr gibt. Der 1. Mai wird auch gerne für Wanderungen genutzt. Zu diesem Termin werden überall auch die Maibäume aufgestellt. Alljährlich kommen zehntausende Besucher zum Bad Dürkheimer Weinbergsleuchten. Hier gibt es über mehrere Kilometer lang tolle Lichtershows. Außerdem finden sich zwischen den Weinbergen immer wieder Stände, die Pfälzer Spezialitäten und natürlich Wein anbieten. Der April ist statistisch gesehen der Monat mit dem wenigsten Niederschlag des ganzen Jahres. Die Durchschnittstemperaturen im Frühling steigen von 10 Grad im April auf 19 Grad im Juli an. Da ist die Nacht mitgerechnet. Die letzten Jahre brachten einige Ausreißer an Höchsttemperaturen. Während 34 Grad am Pfingstmontag 2014 noch als außergewöhnlich empfunden wurden, erreichten wir im Sommer 2016 öfter Temperaturen bis zu 39 Grad. Nach einem nassen Winter war dann auch der Sommer außergewöhnlich nass und schwül. Extrem warme Frühlingstage sind in ganz Rheinland-Pfalz zuletzt viel häufiger. Außergewöhnlich kalte Tage entsprechend seltener geworden. Wir besuchen den Landwirt Tobias Zimmer im nordpfälzischen Matzenbach und möchten sehen, was auf dem Hof im Frühjahr los ist. Das 5 cm lange Winterfell der Kühe wird im Frühjahr abgeschoren, damit es den Tieren im Sommer nicht zu heiß wird. Außerdem können sich dann weniger Parasiten im Fell festsetzen. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie sich die Züchtung in den letzten Jahren verändert hat. Ihr könnt durch Züchtung viel für die Gesundheit eurer nachfolgenden Generation von Kühen machen. Wie läuft das? Wie funktioniert das? Ja, man muss sich das so vorstellen, es ist ja, wir Menschen sind auch nicht alle gleich und genauso ist das bei den Tieren auch. Wenn wir jetzt hier haben wir ein Beispiel, das ist eine ältere Kuh, das ist eine sehr gute Kuh, die gibt viel Milch, sie ist eine schwere Kuh, eine breite Kuh, die hat viel Körpersubstanz, viel Masse, die frisst viel und dadurch kann die mir auch wiederum viel Milch geben. Bei guter Haltung und Fütterung ist das Tier bereit, mir eine hohe Milchleistung zu erlösen. Wenn ich dieser Kuh jetzt nur altes, trockenes Heu zum Beispiel vorlegen würde, würde die mir keine 25 Liter Milch am Tag produzieren. Ja, das heißt, die Menge der Milch kann ein Indiz dafür sein, dass die Kuh gesund ist, dass es ihr gut geht. Das ist richtig. Das ist wie ein Profisportler muss seine Ernährung auch genau abgestimmt haben. Sonst ist er nicht in der Lage, zum Beispiel ein Fußballer 90 Minuten durchzuspielen. Ein Marathonläufer könnte nie einen Marathon laufen, wenn er körperlich nicht in der Lage wäre und auch von der Ernährung nicht darauf abgestimmt wäre. Und genauso ist das bei der Kuh auch.
Der Deutsche Wetterdienst hat die Änderung der jahresdurchschnittlichen Temperatur in den einzelnen Bundesländern von 1901 bis 2004 ermittelt. Rheinland-Pfalz hat hier ein Plus von 0,8 Grad zu vermelden und liegt damit im deutschen Mittelfeld. In Ostdeutschland sind die Veränderungen geringer, im Saarland sind es sogar 1,1%. Im Oberrheingraben stieg die Jahresmitteltemperatur in den letzten 50 Jahren zum Beispiel um 1,5 Grad an. Für den Kuhbauern hat das im Moment nur geringe Auswirkungen. Die Kühe werden hier so gepflegt, damit sie modernen Erfordernissen standhalten können. Was könnt ihr in der Züchtung machen, um gesunde Kühe zu haben? Wir versuchen halt, die Kühe, man findet immer Verbesserungspotenzial. Zum Beispiel, wenn eine von der Stärke zu schwach ist, dann wählen wir einen Bullen aus, wo sie mit besamt wird, der viel Stärke mitbringt, um das Tier stärker zu bekommen. Wenn eine andere zu rund ist und zu wenig Milch produziert, weil sie zu fleischtypisch ist, dann werden mit Bullen gearbeitet, die mehr Milchcharakter bringen, das heißt Schärfe. Aber es geht darum, immer das ausbalancierte Tier zu finden, weil von allem genug und von nichts zu viel, da hat man die perfekte Kuh. Das versucht ihr seit einigen Jahren und ist es von Erfolg gekrönt? Funktioniert das? Also anhand unserer Milchleistung und auch an der Nutzungsdauer der Tiere sehen wir Nutzen darin, weil wir liegen leistungsmäßig weit über dem Landesschnitt. Wir sind irgendwo in den oberen 10% angesiedelt. Wir haben zum Beispiel eine durchschnittliche Milchleistung pro Kuh und Jahr von 10.500 Liter. Und ich versuche halt jedem zu erklären, der es als Tierquälerei verurteilt, zu zeigen, dass wenn man den Kühen viel Gutes tut, dass die einem auch viel Milch wiederum zurückgeben. Wir haben zum Beispiel einen Stall, der ist sehr luftig, da sind die Seiten geöffnet. Wir haben Ventilatoren drin, die laufen, wenn es zu warm ist. Und wir probieren immer einwandfreies, sehr hochwertiges Futter zu produzieren, ohne dass die Tiere auch nicht in der Lage wären, diese Milchmenge uns zu liefern. Wenn sich die Kälte des Winters verzogen hat, dürfen die Vierbeiner auf die Wiese. Dann werden sie nicht mehr mit Stroh gefüttert, sondern können sich ihr frisches Gras und Kräuter selbst besorgen. Schließlich haben die Wiederkäuer 8 Stunden am Tag den Mund voll. Das werden wir uns im Sommer ansehen und den Hof in Matzenbach wieder besuchen.